Hallo Camper, hier ist der Mischa, immer zu finden auf dem Dorfplatz und ein Teil von M&K Partycamp, nämlich Mischa und Kadel. Und ich zeige euch nun in dem Video die schönen und aber auch die Schattenseiten von dem Campen an der Bleilach-Deichsperre. Meine Frau und ich, wir sind seit 2011 auf dem Campingplatz als Camper und wir finden eigentlich, dass es der schönste Campingplatz von der ganzen Bleilach-Talsperre ist. Es ist nicht nur der größte, es ist auch der schönste. Wie sage ich immer, hier ist ein geordnetes, wildes Campen. Also es gibt hier keine Parzellen oder Eingrenzungen, sondern man kann wirklich schön campen hier. Egal ob mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelten. Natürlich auch Transporter oder Vans. Alles ist hier machbar. Die Bleilach-Deichsperre ist sehr beliebt bei Anglern oder die einfach mal Boot fahren wollen. Dabei ist 15 PS Führerschein frei. Alles darüber muss man natürlich einen Führerschein haben. Und ansonsten kann man baden gehen, Paddleboard fahren, mit Freunden feiern oder einfach nur mal sich ausruhen, relaxen. Und was eben schön ist, man kann Feuer in Feuerschalen vor dem Vorzelt machen, weil das ist die Lagerfeuerromantik. Da kommt das richtig raus. Und das ist das, was wir eigentlich am schönsten finden beim Campingplatz Kloster. Manchmal sieht man hier auch Dinosaurier, die Boot fahren. Sehr lustige Idee. Manchmal muss man einfach verrückt sein, um das Leben ein wenig zu genießen. Sollte der Ton nicht ganz korrekt sein, dann habt Nachsehen. Ich mache das mit der Nachvertonung das erste Mal. Und das Wackeln, das liegt an meinem Parkinson von den Bildern. Übrigens, die folgenden Bilder und Videos wurden mir teilweise zugespielt oder ich habe sie selber gemacht. Also nicht wundern, dass mal unterschiedliche Qualität ist. Kommen wir nun mal zu den Schattenseiten vom Campen an der Saale. Ich hatte schon so eine Vorahnung gehabt, weil es Tage vorher schon geregnet hatte und der Wasserstand stieg und stieg. So habe ich auch mein Boot weggeholt und wurde auch teilweise auch Wetterfrosch bezeichnet, aber meine Vorahnungen sollten sich leider bewahrheiten. Wir hatten am 13., 14. ein Gewitter vom Feinsten und das Wasser stieg und stieg und stieg. Kadel und ich, wir hatten noch Glück im Unglück gehabt. Wir wurden informiert in der Nacht, 23:30 schon von Freunden und im nächsten Früh 5:30. Da ist das Wasser in der Nacht zugestiegen, dadurch, dass in Selbitz der Damm gebrochen ist. Das floss ja alles in die Saale rein und das war das ganz große Problem. Das Gewitter am Nachmittag, wo ihr jetzt gleich das Video seht, war noch nicht so schlimm.
Aber dass der Damm gebrochen ist, das war schlimm. Also hier sieht man ja die Gewitterfront, die über Saalburg hinweggezogen ist, an der Saale entlang und hat das Wasser anstauen lassen. Normal ist 405,64 und ruckzuck war das oben an den Vorzelten und teilweise standen dann schon die Wohnwagen im Wasser. Als wir 5:30 den Anruf bekamen, müssen sofort abbauen. Haben wir natürlich alles zusammengepackt und waren dann um 7 auf dem Campingplatz. Und da war schon Chaos pur. Also unsere Freundin, ihr Wohnwagen stand schon halb im Wasser und das Wasser stieg weiter. Dadurch, dass das Wasser weiter stieg, war das ein großes Problem für alle. Denn jeder musste noch sein Hab und Gut retten, dass es nicht nass wird. Meistens steht in den Vorzelten ja auch noch Sachen drinne. Also es war schon sehr hektisch teilweise. Die Wohnwagen wurden teilweise mit Muskelkraft, aber auch teilweise mit Quad rausgezogen. Ich habe auch schon noch zwei Wohnwagen rausgezogen. Das ist ein Erlebnis, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, weil man hat so viel Adrenalin in sich. Und versucht sein ganzes Zeug zu retten. Dadurch, dass das Wasser ja auch noch weiter stieg, jeder hat so seine Markierung gemacht. Wir wussten ja nicht, wird es wie 2013, wo es oben bei der Rezeption stand, oder wird es weniger? Aber jeder hat erstmal weggeholt, was nur ging. Jeder hat geholfen, wo er nur konnte. Einer ist rumgelaufen, zum Beispiel die ganze Zeit mit einer Kurbel in der Hand und hat die ganzen Stützen hochgekurbelt im Wasser, dass die Wohnwagen weggezogen werden konnten. Das war teilweise ganz schön stressig. Die folgenden Bilder, die sprechen eigentlich für sich. Was den ganzen Campern im Kopf rumging, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Deswegen lasst einfach mal die Bilder auf euch wirken. Das große Problem war auch, die Camper zu erreichen, die nicht in der Nähe wohnen, die vielleicht auf Arbeit schon sind oder im Urlaub gefahren sind. Das war teilweise ein Hin- und Her-Telefonieren. Also da
musste man schon sehen, wer Beziehung zu dem einen oder den anderen Kontakt hatte und telefonierte halt rum. Auch die zwei Wohnwagen auf der Insel wurden noch gerettet. Das seht ihr aber in einem späteren Video, was nachher folgt. Auch die Bootsstege musste sich gekümmert werden. Die mussten ja weiter an Land gezogen werden. Also alle Achtung für alle Helfer, die da vor Ort waren. Egal ob auf dem Dorf, vom Dorf oder vom Campingplatz. Auch an den Fahrer bzw. Camper, der hier in letzter Minute die Wohnwagen von der Insel gezogen hat. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Auch einen Tag später sah es nicht besser aus mit dem Wasserstand. Das Wasser stieg weiter an. Manche Bootsstege, da kam man schon gar nicht mehr hin. Und es stand auch noch ein Wohnwagen auf der Insel. Aber der wurde dann im Endeffekt auch noch rausgezogen und dass da nichts weiter passieren kann. Weil wie gesagt, man wusste ja nicht, steigt das Wasser weiter oder steigt es nicht weiter. Kommt wieder ein Unwetter. Man hat es an Westdeutschland gesehen. Was für schlimme Bilder da waren, das wollte man ja hier auch nicht haben. Und deswegen achten wir Camper schon immer dann drauf, steigt das Wasser, steigt es nicht. Jeder spricht sich untereinander ab. Also der Zusammenhalt unter den Campern ist schon sehr, sehr stark. Also
Das finde ich auch richtig gut so. Ist wie eine große Familie. Klar, es gibt überall mal Reibereien, aber beim Bierchen und abends beim Lagerfeuer guckt man drüber hinweg. Auch jetzt, über eine Woche später, ist das Wasser nicht gerade angenehm. Es kann maximal ein Wohnwagen am Weg stehen. Ansonsten, ja, die Insel ist zwar frei, aber es riecht muffig durch das ganze Wasser. Ist noch nicht sehr schön.